Ja, hallo, willkommen hier zur sechsten Folge Ja, Anno, habe ich Captain. ganz vergessen, 1503 auf meinem Kanal. Ja, zwei große Probleme. Zum einen, meine Festplatte ist vollgelaufen, sprich, ein Teil der letzten Folge oder die letzte Folge wurde leider nicht aufgenommen, die eigentlich sechste Folge. Und das zweite Problem, wir haben nur noch 12.000 Euro auf dem Konto. Wir sind fast pleite. Wir müssen Ahoi, jetzt ihr dringend Geld Wasserratten. verdienen. Und das werden wir machen, indem wir damit beginnen, jetzt hier einfach mal das Eisen zu verkaufen. Was brauchst du sonst noch so? Und Werkzeug. Also sprich, wir werden auch hier Werkzeuge verkaufen. Und wir müssen jetzt einen strikten Sparkurs machen. Heißt, wir werden jetzt alles, was wir erstmal nicht mehr brauchen, abschalten. Und dazu gehören vor allen Dingen auf der Zweitinsel hier die ganzen Produktionen. Und dazu kommt auch, dass wir jetzt ganz schnell auf Kaufleute hoch müssen. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Und das müssen wir dringend beheben. Aber ich denke, dass wir es hinbekommen werden. Das wäre nämlich jetzt echt ein Problem, wenn nicht. So, was sagt unsere Bilanz? 300 minus. Das geht. Das geht, das geht, das geht. Schreie Engel nach die Ich habe auch Straße. schon ein paar Häuser Es gebaut brennt. gehabt. Aber wir werden jetzt hier das Badehaus bauen. Ansonsten haben wir hier auch die Seideproduktion freigegeben. Also es ist jetzt, steht jetzt alles zur Verfügung. Das Einzige, was jetzt fehlt. Umweltkaufleute? Ne, das sind die letzten Bürger, die noch aufsteigen. Okay. Die letzten Siedler. Zu Bürger Ein Feuer werden. ist ausgebrochen. Und dann sollten wir jetzt hier bald die ersten Kaufleute haben. Und das sollte uns dann hoffentlich die Bilanz retten. Eure Stadt hat eine Größe von 2500 Einwohnern erreicht. Da sind sie, die ersten Kaufleute. Da sind sie. Ja, das war jetzt wirklich Rettung in letzter Not. Ich werde auch hier mal nochmal die Produktion ein bisschen reduzieren. Einfach, wir müssen jetzt erstmal einen Sparkurs machen. Das ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir hier erstmal Kosten sparen. Ein flammendes Inferno bedroht euer Das Volk. brauchen wir. Gut, dann würde ich aber trotzdem genau das Holz jetzt hier abladen. Und das Baumaterial, damit ihr hier euch aufwerten könnt. Und hoffentlich uns die Bilanz rettet. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Ein Brand Ja, zerstört sehr gut, eure es wird. Häuser. Es wird. So, dann machen wir hier direkt weiter. Neue Häuser. Dass wir mehr Steuereinnahmen kriegen. Ein Gewürzschmierer. Wollt ihr mich beleidigen? So. Müssen gucken. Ich hoffe sehr, dass wir es Eine jetzt hier hinkriegen. Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Wäre nämlich ein echtes Problem, wenn nicht. Aber ich bin recht guter Dinge, dass wir es hinbekommen werden. Ein 12.000? Brand Ja, zerstört es eure wird. Häuser. Es wird. Wir haben auch in der letzten Folge hier noch schon die ersten Piraten versenkt gehabt mit unserer Küstenverteidigung. Auch das hat gut geklappt. Eure Stadt entwickelt Und sich jetzt zu sind wir auch einer im Plus. blühenden Boah, Metropole. ey, das wäre es ja gewesen, ey. Ja, wird die ins Minus gerutscht werden. So, dann holen wir mal bitte von der. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben alles voll, das ist okay, das ist gut. Heißt, ich würde jetzt einfach mal hier ein bisschen Eisen einladen. Braucht ihr sonst noch? Werkzeug. Verkaufen wir euch ein bisschen Werkzeug. Komm, ein kleines bisschen Werkzeug können wir euch verkaufen. Wir sind jung und brauchen das Geld. Oh, das hätte jetzt richtig schief gehen können gerade. Du fährst bitte einmal hier Lotte noch hin. befehlsbereit, Kommandant. Eure Stadt hat eine Größe von 3500 Einwohnern Wir hier auch erreicht. erstmal wieder die Produktion ein bisschen anschmeißen.
Das war ja wirklich ein Problem, ey. Das war jetzt, das ging richtig schnell. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Muss ich ehrlich sagen, das ist mir schon ewig nicht mehr passiert, dass ich in Anno fast pleite gegangen wäre. Hart am Wind! Wieso krieg ich jetzt hier das... Ach so, das Holz fehlt. Ah. Weil was ist jetzt hier das Problem? Ach so. So, und dann Siedler, Seide. In euren Straßen wütet die dann könnt Pest. Ihr hier aufwerten. Das hätte jetzt richtig schief gehen können. So, gut, dann machen wir jetzt erstmal hier wieder zu, weil es geht nämlich langsam wieder in die Richtung, dass uns die anderen Sachen ausgehen. Das würde ich gerne vermeiden. Haben wir noch Baumaterial? Ja, das ist gut. Dann können wir jetzt hier einfach mal ohne größeren Aufwand die Produktion nochmal erhöhen. Wir haben auch erstmal wieder 22.000. Also auch geldmäßig sieht es wieder ein bisschen besser aus. Ja, da muss ich jetzt einfach mal gucken, was jetzt hier alles fehlt. Aber so viel ist es eigentlich nicht. Und dann können wir gleich mal gucken, was eventuell, was ich gemacht habe, was eventuell nicht mehr drauf ist. Da ich das jetzt einfach direkt im Anschluss, ich habe jetzt einfach was gelöscht und nehme das jetzt hier wieder auf. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Alles kriegen wir schon hin. So. Aber irgendwann werden die hier auch Seide kaufen. Ja, Captain? Hier das Problem. Auch keine Marktstände. Das ist natürlich blöde, ey. So, dann mal hier die Marktstände. So, dann könnten wir ja eigentlich auch die Produktion wieder anschmeißen. Oh ja, das hat uns jetzt echt gerettet hier. So schnell sind es 1300 plus. Das ist doch aber gut so. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach so. Dann schmeißen wir hier das wieder an. Dass wir hier die Werkzeuge wieder bekommen. So. Hier unten auch. Dann müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir mit der Bevölkerung hinterherkommen, dass wir mit unserer Produktion hinterherkommen und dann sollte das auch wieder funktionieren hier alles. Oh, das war jetzt gerade echt. Das hätte richtig schief gehen können, ey. So, und dann kommt hier hinten auch wieder ein Badehaus hin. Und dann dahin. Schönheit ist kein Hexenwerk. Meine Tinkturen helfen. Ups. Nach. Sehr schön. Boah, das war echt. Da hab ich richtig Schreck gekriegt, ey. Ah, da war auf immer das Geld, alle. Gut. Sehr schön. So, Schiff ist dann wieder repariert, beziehungsweise kriegen wir jetzt repariert. Ein Schiff wurde wieder instand gesetzt. Dann können wir das hier vorschicken. Und dann kann das hier einmal patrouillieren und unseren Hafen sichern. Captain, mein Captain. Sollte passen. Sehr gut. So, dann werden wir jetzt einfach das so machen, dass wir jetzt hier Eisen verkaufen. Achso, verkaufen. Genauso wie Werkzeuge. Und dann kann sich hier unser
Freund von nebenan mit seinen Sachen, die er benötigt, eindecken. Wir verdienen ein bisschen Geld dabei. Ich denke, davon haben wir dann alle was. So. Machen wir mal einmal 50, 100, 100. Ja, Captain. Hier runter. Wie sieht das Geld aus? Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hingucken. 1500, das passt noch. Sieht es hier aus? Braucht er mal wieder ein bisschen was? Ah, Werkzeuge. Ah, Werkzeuge haben wir leider selber nicht so viel, dass ich dir da jetzt viel schicken könnte. So. Kriegen wir hin. Einmal wieder alles rüber. Und dann passt das. Dann können wir jetzt hier mehr Tabak produzieren. So, das zeigt einem immer wieder, Bilanz ab und zu mal hingucken, macht durchaus Sinn. Also das permanent zu ignorieren ist dann doch nicht die Lösung. So, dann machen wir jetzt einmal hier Tabak hin und einmal hier Tabak hin und dann läuft die Produktion hier wieder ein bisschen besser. Das Holz laden wir ab. Fahren wieder hoch, gucken, was wir im Lager noch haben. Das ist nicht mehr viel. Alkohol nimmt auch langsam ab. Aber wir werden jetzt hier einmal das Baumaterial nochmal freigeben. Ein Theater kann errichtet werden. Und werden dann hoffentlich da wieder ein bisschen zufrieden mehr bekommen und holen uns von hier oben nochmal wieder was ab. Können wir eigentlich auch mit dem Großen entfahren? Flotte nimmt Fahrt auf, Kommandant. Dann werden wir hier bald die Alkoholproduktion erhöhen müssen. Aber jetzt haben wir ja erstmal wieder ein bisschen Puffer. Bei 4. 6 mal neu. Fragt unser Geld. 36.000. Es wird einfach nur darauf aufpassen, dass es halt mehr wird und nicht weniger. Wenn das so ist, dann ist ja alles gut. So, dann einmal 1, 2, 3. Hopfen. Damit haben wir die Alkoholproduktion erhöht. Dann müssen wir mal gucken, ob das hier reicht schon. Vom Tabak her oder ob wir dann trotzdem noch ein bisschen mehr machen müssen. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Hier wird gebaut, sehr schön. Wir bauen hier einfach noch ein bisschen mehr. Wir bauen hier unten einfach noch mal ein bisschen mehr. Zwei, drei, vier. So, dann, mal so und dann setzen wir hier mal noch einen Brunnen rein. Vielleicht bringt's was. Dann sollte das auch erstmal passen. Und so würde ich sagen, lassen wir es erstmal laufen und gucken, was passiert. Wir wollen es ja dann auch nicht übertreiben. Jetzt erstmal Baumaterial abladen. Ordentlich. Alkohol, der kommt. Ach, aber kam gerade, okay.
Dann gehen wir jetzt einmal wieder Baumaterial frei. Sehr schön. Sieht es hier bei euch aus? Achso, euch fehlt eine Kapelle. Das ist kein Problem. Das können wir bauen. Und hier fehlt das Badehaus. Das kommt auf jeden Fall jetzt auch dazu. Dann haben wir jetzt 3000 Kaufleute. Haben eine positive Bilanz von 1400. Das ist okay. Eure Stadt hat eine Größe von und haben 4500 Einwohner erreicht. Sehr gut. Ja. Also Problem, größtes Problem momentan Tabak. Und Nahrung werden wir jetzt auch erhöhen müssen. Okay. Dann machen wir das. Genau. Baumaterial haben wir hier. Das ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann los geht's. Ist das zu? Aber nicht schlimm. Und dann können wir auch mal gucken, weil auch die Getreidefarben produzieren mehr Getreide, als die Mühlen verarbeiten können. Und die Mühlen produzieren mehr Getreide, als die Bäcker verarbeiten können. Also auch da wird es jetzt irgendwann ein Punkt kommen, wo wir da die Umwandlung noch zusätzlich machen müssen. Weil ich möchte ja möglichst alles, was ich an Getreide produziere, möchte ich zu Brot verarbeiten. Da möchte ich im besten Fall eine 1:1, also eine 100% Umwandlung haben. Das wäre dann schon eine wichtige Sache, das dann früher oder später zu erreichen. Aber da müssen wir dann einfach mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, die Bäcker laufen, das ist gut. Das produziert. Gut, dann bin ich damit jetzt erstmal zufrieden. Und auch hier werde ich mal zwei Kanonentürme hinstellen. Um hier einen Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, beziehungsweise der Flotte zu gewährleisten im Hafen. So müsste es sein, oder so muss es sein. Ja gut, so wie sieht es jetzt hier bei dem aus? Der braucht immer noch Baumaterial. Wirtshaus braucht er auch noch. Okay, kriegt er auch. Dann sollte das erstmal passen. Immer noch Tabak. Mal gucken, was haben wir hier noch? 50. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Setzt Vollzeug! Oh, da ist wieder ein Piratenschiff. Alle Schiffe, Feuer frei! Man greift eure Schiffe an. Das Volk bejubelt eure Herrschaft. Oh, dann wird das nächste versenkt, hoffentlich. Und da haben wir es. Damit. Hey, hey! Ist vorbei mit der Piraterie in meinen Gebieten. Gut, dann Tabakproduktion weiter erhöhen. So, 1, 2, 3, 4. Dann bestimmt auch die Gewürzproduktion erhöhen müssen. Mal einfach mal gucken. Kriegen wir aber hin. Alles kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. So. Passt, dann machen wir hier oben weiter.
so. Haben wir nochmal drei zusätzlich gebaut. Dann müsste es doch langsam wieder reichen. So viel mehr ist es jetzt auch wieder nicht, was wir verbrauchen. Selbst voll Zeug. Ich repariere mal wieder. Ein Schiff wurde repariert. Dann kannst du hier wieder patrouillieren. Sehr schön. So, unsere Stadt kann wieder Baumaterial erstmal kurz bekommen. Gut, und damit würde ich jetzt dabei würde ich es jetzt auch erstmal belassen. Wir haben 60.000 auf dem Konto, haben mittlerweile 4.200 Kaufleute erreicht. Eine sehr gute Sache, bin ich sehr zufrieden. Haben eine ordentliche Bilanz erreicht, also sind gut aus den Schulden rausgekommen. Peter Zwegert hat Gutes geleistet. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen erforschen hier, dass wir da auch vorankommen. Hier können wir nicht mehr, hier können wir auch nicht mehr. Gut, doch, da können wir wieder. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.